Oh, ich bin wieder da, sorry. Dauert alles immer ein bisschen länger. Und ich habe mir noch was Süßes gesucht, was ich essen kann. Oh. Okay. Also wir haben eine Puppe. Wir könnten jetzt da oben... Ah, das Licht da draußen können wir anmachen. Also das können wir benutzen, um das Teil runterzuziehen. In der Garage hätten wir das andere Teil machen können. Oh, oh Gottes Willen. Etwas Schreckliches nähert sich. Du musst dich verstecken, bevor es zu spät ist. Schau dich um und finde einen Ort, an dem du unentdeckt bleiben kannst. Sobald du mit einem Versteck interagierst, wird es auf der Karte mit dem folgenden Symbol angezeigt. Oh, die Zeit. Um zu rennen, drücke LT. Genau. Wie soll ich jetzt LT drücken? Passt schon, alles gut. Muss nicht dran leisten. Scheiße. Okay, jetzt wird's heftig. Warte mal. Hä? Ich check's nicht. Boah, ist das schwer! So, liebes Spiel, und sag mir jetzt, wie soll ich denn die Weglauftaste benutzen? What in the world is happening inside this house? Scheiße, ich glaube, ich muss wirklich auf einfach stellen. Ich glaube nicht, dass ich jemals solche Spielzeuge hatte. Zweites Bild von Soul. Ein Bild von Hashas jüngstem Kind. Soul 7. Deswegen gehe ich davon aus, dass er 7 Jahre alt ist. Schau dir dieses Puppenhaus an. Es ist fantastisch. Ah, okay. Okay, alles klar. Das können wir jetzt eh nicht machen, weil wir haben noch keine 5 Puppen. Okay, jetzt kann der laufen. Oh. War aber nicht mit. Kann nicht weglaufen. Kann ich die Einstellung ändern? Scheiße. Kann nicht laufen. Also ich werde immer, wenn ein Monster kommt, sterben, weil ich nicht weglaufen kann. Ich kann nicht drücken und laufen, das geht nicht.
Geht nicht. Hoffentlich müssen wir nicht zu oft weglaufen. Wie ist es größer geworden? Also ich gehe jetzt mal raus. Mach mal dieses Licht da an, weil wir haben ja den Strom angemacht. Und wenn der Strom an ist, müsste ich ja das Ding benutzen können. Der Strom ist eingeschalten. Achso, da lang wollte ich. Nee, das ist da gar nicht da. Wo war denn das jetzt? Ah, hier war das jetzt halt. Das geht nicht. Ich hab's geahnt. Ich dachte mit dem. Hä? Hello, Rap God. Hier war nichts. Weiß ich halt ja auch so. Da war ich. I'm fine, thanks, and you, I hope I didn't must cancel the game because I can't run because I have, my finger is dead, and I need the LT button to run, and I can't push him. Leute, was muss ich machen? Was brauche ich dieses komische Ding? Ja, die weiß ich. Fernbedienung. Irgendwas benutzt. Einsehen. Ah, vielleicht schaltet die das Ding aus. Warte mal. Wenn ich das hier benutze. Nö. Hinterer Balkon oben. Da ist noch das Rätsel. Welcome to the Asylum. Pseudonymer Pummelrunde. Dankeschön für den Follow und herzlich willkommen in der Ehrenanstalt. Dankeschön. Näher ran. Ah ja, da steht aber auch, was auch immer diese... Cole, dankeschön für dein Host. Ank. Was machst du?
Uncut Freak, Dankeschön für dein Follow und herzlich willkommen in der Innenanstalt. Und Dankeschön für dein Abo auf YouTube. Den Namen kann ich mich erinnern. Ich überlege gerade die ganze Zeit, wie ich irgendwie was drücken kann, dass ich wegrenne. Wenn ich so mal... Das geht nicht. Mir geht's gut, dankeschön. Ich versuche gerade nur herauszufinden, wie ich am besten das Spiel weiterspiele, dass ich rennen kann, weil ich muss hinten die Taste drücken und ich komme leider nicht an die Taste ran. Und ich kann es leider auch nicht umstellen. Das ziemlich Arsch ist. Stimmt's, Bibi? Du mich nicht hören? Das ist Pech für dich, du Opfer. Stinke Nasenbär. Nix? Alles gut. Ich hab nichts gesagt. Hässlicher. Blödmann. Nein, Spaß. Words are autocorrect. Okay. Everything's okay. Eine Gasthand, ja, aber die Gasthand, die ich hätte, die zockt selber Fortnite. Also habe ich keine Gasthand. Das ist halt blöd, ne? So. Also, jetzt wartet mal. Wir haben so ein komisches Ding. Wir müssen ins Wohnzimmer. Im Wohnzimmer sagt er uns aber mit dem... Mit diesem... mit dem Kamin, dass das so nicht funktioniert. Sonst haben wir hier unten eigentlich nichts. Wir müssen eigentlich oben machen. Arbeitszimmer, Arbeitszimmer, Arbeitszimmer. War, dass wir den Schlüssel zusammenkleben müssen. Im Spielzimmer müssen wir die Puppen suchen. Im hinteren Balkon müssen wir irgendwas finden, dass wir die zusammenfügen können. Eine Puppe haben wir von 5. Die weiß ich nicht, was sie macht. Ich dachte eigentlich, dass ich sie biegen kann. Und das ist dann wie ein Haken. Alles klar, Cole. Dankeschön für deinen Post und ich wünsche dir eine gute Nacht. Ich dachte, ich kann die verbiegen. Wenn ich jetzt rausgehe, geht die Alarmanlage los, oder? Okay, nein. Die Tür klemmt ja dann auf. Kick sie auf oder so. Oh, ich wusste es. Ups. The game is good. It's creepy and there are riddles. Yeah, it's okay. Oopsie. Boah, scheiße, Alter. Good God, help! Place to hide around here.
Get under that table. Sorry. Entschuldigung, mit meiner Hand ist es echt scheiße. Sorry, with my hand it isn't funny at all. I just barely made it out of there. Fuck. Hey, warum läuft jetzt die ganze Zeit? Das finde ich gut, wenn die ganze Zeit läuft. Was ist jetzt los? Hä? Wie läuft der die ganze Zeit jetzt, hä? Ich find's gut, also für mich ist es gut, aber wieso? Ich weiß gar nicht, ob ich da raus will. Ah. Ich hoffe, ich habe mehr Glück damit als Hascha. Es ist für oben. Hascha hat eine Mappe in seinem Auto gelassen. Ah. Ein Teil von einem Sammlerstück. Eine blaue Mappe. Es sind mehrere Papiere darin. Ja, mach auf. Hä? Das Auto hat eine Lederpolsterung und alle luxuriösen Accessoires. Hascha würde nichts Minderwertiges haben wollen. Wie ist der jetzt so schnell ein Auto. Ein weißes Auto. Wie ist der gelaufen gerade? Es war alles so einfach mit zwei Händen. Ich habe mir auch noch weh getan. Aha. Ich muss dem jetzt nicht tiefer nachgehen. Okay. Albert liebt es, wenn wir im Hof grillen. Jetzt habe ich nicht gehört. Oh Gott, das ist zum Glück. Zum Glück. Kann einfach so nicht. Mal hoch.